Ja, herzlich willkommen bei der Firma TIC Performance Parts. Mein Name ist Tomislav Bodrosic. Die Firma TIC Performance haben mein Bruder und ich Anfang 2000er Jahrtausendwende gegründet. Kerngeschäft ist Dreh- und Frästeile und Zulieferer für den Maschinenbau und für den Motorsport. Der zweite Teil ist die Optimierung und Veredelung von Hochleistungssportwegen, speziell Corvette C6, C7 und die GTs von AMG. Wir stehen hier direkt vor dem Spitzenmodell und vor dem neuesten Projekt, was wir gerade anstreben. Das ist ein AMG Black Series, von uns umgebaut. Wir haben ihn Blacksorcist genannt, weil er so böse und schwarz ist. In der zweiten kleinen Halle noch ein weiterer Black Series. Das ist ein Kundenfahrzeug, was zum Umbau hier ist aktuell. Mit Erlaubnis und Genehmigung vom Kunden nutzen wir dieses Auto jetzt für eine Erweiterung des Projekts. Wir haben für unseren Black Series einen Frontsplitter entwickelt, bei dem der ausziehbare Unterboden in Serie bleibt. Das wird eine Variante, die wird einfach mal 10 Kilo leichter. Der ausziehbare Unterboden, das Schubfach, entfällt. Wir haben uns einen 3D-Scanner gekauft, damit wir die Sachen, die wir modellieren, also hier sind wir so zu 40% fertig, das ist jetzt nur der Ansatz, kombiniert mit ein paar Teilen, die schon fertig sind. Das wird jetzt gescannt und digitalisiert. I'm Raschko in front of TIC Performance Parts, where we use Artic 3D scanners to make our job faster, more precise. Today we did the scanning on this AMG GT Black Series, where we have this rough clay model. We did evolve our technology a lot in the past few years, but probably the biggest step forward where we save a lot of time is actually putting less effort and time in making perfect clay models, which we did handmade in the past. Now we just use the scanners to get the data and then do the magic on the computer-aided design software. So normally we will just model one half, then we scan it, reverse engineering, mirror it, perfectly fit it to the car, get the Class A surfaces, and machine the parts. And none of that could be really done without precise scanners like the Artic Kiva we use today.